Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute zeige ich euch, wie man Mercy von Shawn Mendes spielt. Und zwar zeige ich euch die Akkorde, die fast den ganzen Song immer gleich bleiben und dann 3 bis 4 unterschiedliche Möglichkeiten, mit denen ihr die Akkorde spielen könnt. Also 2 Schlagmuster und 1 Zupfversion, mit der ihr quasi den Song begleiten könnt. Und dann könnt ihr euch einfach selbst aussuchen, ob ihr das übernehmen wollt, ob ihr vielleicht noch ein eigenes Schlagmuster euch überlegt oder wie ihr den Song spielen möchtet. Die Folge wird euch wie immer präsentiert von Thoman und der Online-Musikschule Music2Me. Thoman kennt ihr alle und über Music2Me erzähle ich euch ganz am Ende des Videos nochmal was. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Akkorden. Und zwar geht es los mit einem ganz normalen E-Moll, ein offener Griff, E-Moll. Dann kommt G-Dur. Und zwar nicht so in der Variante, wie ich ihn sonst immer erkläre, mit dem Ringfinger auf der B-Seite im dritten Bund, sondern diesmal spielt ihr die B-Seite leer. Es ist nach wie vor G-Dur, es ist nur ein bisschen anderes Voicing. Ich sage immer, das ist mehr so die Rock-Pop-Variante von G-Dur mit dem Ringfinger im dritten Bund. Und ohne den Ringfinger ist es mehr so die klassische Variante, also die in der Klassik eher Anwendung findet oder eher häufiger vorkommt. Dann kommt ein B-Moll 7. Der sieht so aus: Zeigefinger auf der A-Seite im zweiten Bund, der Mittelfinger auf der G-Seite im zweiten Bund und dann nehme ich meistens den kleinen, ihr könnt auch den Ringfinger nehmen, auf der B-Seite im dritten Bund. Und dann spielt ihr auch nur die mittleren 4 Saiten, also ihr lasst die tiefe und die hohe E-Seite aus und spielt dann nur von der A bis zur B-Seite die Saiten an. Und zum Schluss noch ein A-Dur. Und später im weiteren Verlauf des Songs braucht ihr nochmal ein D-Dur. Da komme ich aber zu, wenn es soweit ist. Das sind jetzt die offenen Akkorde. Wie ihr merkt, glücklicherweise kein Barré dabei. Es gibt noch eine Möglichkeit im weiteren Verlauf, dass ihr die Sachen nochmal mit Power-Chord spielt. Das heißt, wenn ihr das machen möchtet, zeige ich euch einfach kurz die Griffe. Als erstes ist natürlich einfach ein ganz normaler E5, also E, A und D-Seite. Wenn ihr nicht wisst, was Power Chords sind, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch ein Video verlinkt, wo ich euch das Konzept von Power Chords erkläre, wie genau man Power Chords bildet und was es damit auf sich hat. Für alle anderen machen wir einfach erstmal weiter. Und zwar E-Power Chord, dann G-Power Chord im dritten Bund von E ausgehend, dann ein B-Power Chord. Das ist hier oben im siebten Bund von E ausgehend. Oder ihr könnt ihn von A ausgehend im zweiten Bund spielen. Das sind dieselben Töne. Und ein A-Power-Chord. Also entweder spielt ihr den hier im fünften Bund von E ausgehend. Oder ihr spielt den hier auf der leeren Power-Chord, also von A ausgehend. Und dann eben das D auch noch als Power-Chord, das würde ich euch empfehlen hier zu spielen, im fünften Bund von A ausgehend. So, das sind die Power-Chords, die ihr braucht für den weiteren Verlauf des Songs. Und genau, jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Schlagmuster. Es gibt erstmal die einfachste Variante, die ihr wählen könnt, und zwar legt ihr einfach immer nur auf die 1 den Akkord. Es ist im Prinzip erstmal nur ein viertaktiges Schema, bei dem ihr im ersten Takt E-Moll spielt, dann G-Dur, im zweiten Takt, dann B-Moll 7 im dritten Takt und A-Dur im vierten Takt. Und dann spielt ihr einfach immer auf die 1 einmal den ganzen Akkord. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Die zweite Sache, die man im Original auch hört, ist so ein Zupfmuster. Ich sehr cool finde und sehr gelungen, ehrlich gesagt. Das ist einfach ein einzeitiges Zupfmuster, das ihr dann mit verschiedenen Akkorden spielen könnt. Ich zeige es euch mal erstmal anhand von E-Moll. Ihr spielt auf die 1 und auf die 2 die tiefe E-Seite, auf die 2 und dann die B-Seite und auf die 3 und die G-Seite. Das könnt ihr jetzt entweder mit Plektrum machen oder mit Fingern. Ich habe es euch im Vorspiel mit Fingern gezeigt. Wenn ihr es mit Fingern macht, zupft ihr mit dem Daumen immer die Bassseite. Und dann am besten mit dem Mittelfinger die B-Seite und mit dem Zeigefinger die G-Seite. Eins,
1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das könnt ihr jetzt einfach mit jedem Akkord machen, nämlich als nächstes mit G. Da ist es dann, wie gesagt, wichtig, dass ihr bei dem G, die B-Seite leer spielt und nicht mit dem Ringfinger den dritten Bund greift. Dann bei B-Dur wechselt ihr mit dem Daumen oder natürlich entsprechend mit dem Plektrum auf die A-Seite, weil der Basston jetzt auf der A-Seite ist. Und bei A-Dur bleibt ihr natürlich auf der A-Seite und spielt einfach die Töne mit dem A-Dur. So, im Kontext klingt das so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und. So, das ist das Schlagmuster, das erste Zupfmuster. Das Schlagmuster, mit dem ihr den Song dann zum Beispiel im Refrain am besten begleiten könnt, sieht folgendermaßen aus. Ihr schlagt auf die 1, E-Moll, auf die, ich erkläre euch mit E-Moll, auf die 1, dann auf die 2, auf die 2 und, auf die 3 und die 4. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das wendet ihr jetzt auch einfach wieder auf jeden Akkord an. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und 2 und 3 und 4 und. Und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, damit könnt ihr den Song erstmal weitestgehend begleiten. Sowohl Intro, also Intro-Strophe, dieses. Sozusagen das Intro. Dann mit der Strophe könnt ihr auch erstmal nur die Akkorde legen. Dann gibt es so einen kleinen Pre-Chorus, da könnt ihr dann zum Beispiel das Zupfmuster verwenden. Und im Chorus könnt ihr dann das Schlagmuster nehmen, um den Chorus zu begleiten, damit ihr einfach noch so ein bisschen dynamische Unterschiede habt. Die Strophe ist dann eher ruhig, der Chorus ist eher ein bisschen energiegeladener, sage ich mal. Und ab der zweiten Verse gibt es dann auch im Original so eine abgedämpfte Power-Chord-Version von den Akkorden. Die Power-Chords habe ich euch eben schon gezeigt. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Ihr spielt jetzt auf jeden Schlag, also auf die 1 und 2 und 3 und 4 und auf alle Achtel, den jeweiligen Basston des Powerchords. Ich zeige es euch wie immer mit dem E-Moll, also mit dem E5 in dem Fall, als Downstroke. Also 1 und 2 und 3 und 4 und dämpft gleichzeitig mit der Handkante die Saite ab. Das funktioniert so, dass ihr die Handkante unten auf den Steg legt. Dadurch wird die Saite abgedämpft. Nicht so tief in die Saite rein, sonst hört man sie nicht mehr, sondern genau auf den Steg. Und auf die 1, die 2 und die 4 macht ihr dann nochmal eine Betonung. Und da spielt ihr eben noch die anderen beiden Saiten des Powerchords zusätzlich dazu. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Wichtig hier eben, dass ihr alles als Downstroke spielt und keinen Wechselschlag macht, beziehungsweise ihr verdoppelt die Wechselschlaggeschwindigkeit, der ihr eben 1 und 2 und 3 und 4 und, also 1 und 2 und 3 und 4 und. Das würde man dann als 16. zählen mit den Up- und Downstrokes. Das mache ich jetzt nicht, das geht ein bisschen zu weit, das ist auch zu kompliziert. Merkt euch einfach, dass ihr die Achtel immer alle als Downstroke spielt. Und das wendet ihr dann eben wieder auf alle Powerchords an. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Das Schlagmuster klingt langsam etwas seltsam, aber wenn ihr das Tempo ein bisschen anzieht, dann werdet ihr merken, dass es auf jeden Fall das ist, was ihr im Song auch hört. Also man muss es mindestens anderthalb Mal so schnell spielen. Damit es klingt wie im Original.
Und dieses Schlagmuster braucht ihr jetzt auch nochmal in der Bridge oder in der Mittelacht, die nach dem zweiten Chorus kommt. Da werdet ihr, wenn ihr genau hinhört, merken, dass da eine neue Akkordfolge passiert. Die Akkorde sind nicht so wahnsinnig neu, da kommen drei vor, die wir schon hatten und eben das D zusätzlich noch. Die Akkordfolge ist jetzt auch wieder vier Takte lang, allerdings geht's los mit einem G. Es ist auch wieder ein Power-Chord. Genau, G5. Dann geht ihr auf B. Dann geht ihr auf D. D5. Und dann auf A. Also erster Takt D, zweiter Takt B, dritter Takt D, vierter Takt A. Und da könnt ihr natürlich auch jetzt sagen, wenn ihr das Schlagmuster aus dem Original nicht übernehmen wollt, dann könnt ihr das einfach auch mit den offenen Akkorden spielen. Also erster Takt G, zweiter Takt B mal 7, dritter Takt D, D-Dur einfach und vierter Takt A-Dur. So, wenn ihr es wie im Original spielen wollt, müsst ihr aber eben, wie gesagt, Power Chords nehmen und dann wieder dieses abgedämpfte Schlagmuster mit den Betonungen auf 1, 2 und auf 4 nehmen. Was Shawn Mendes jetzt da noch macht, ist, dass er auf die 4 und die, also die 4 und die 4 und T, die allerletzte Zählzeit, wo ihr quasi nochmal Upstroke machen könnt, den nimmt er mit. Das heißt, gezählt ist es so, 1, 1 und 2 und 3 und 4 und T. Also auf die letzte Zählzeit nach der 4 und kommt nochmal ein Upstroke und dann habt ihr diesen so einen Downstroke und nochmal den Upstroke dazu. Wenn ihr das schnell spielt, habt ihr dann eben nochmal so einen ganz netten Übergang. Ich spiele es noch einmal langsam vor, damit ihr es noch besser hören könnt. So viel zur Mittelacht. Das sind tatsächlich schon alle Formteile, die kommen. Danach kommt nochmal der Chorus. Da benutzt ihr wieder die alte Akkordfolge, also E mal G, B mal 7 und A. Und ihr könnt natürlich, wenn euch das B mal 7 nicht gefällt, auch ein B Moll Power Chord nehmen. Ich habe den jetzt extra mal weggelassen, damit ihr den Song ohne Power Chord spielen könnt. Ohne Barré, Entschuldigung, nicht Power Chord, sondern ich meine natürlich Barré. Barré im zweiten Bund von A Moll ausgehen. Aber die meisten von euch werden den, glaube ich, dankbar ablehnen und das B-Moll 7 weiterhin spielen. Und genau, das ist auf jeden Fall auch völlig in Ordnung. Das ist, soweit ich weiß, im Original auch so. Und genau, das ist schon der ganze Song. Wenn ihr die Formteile spielen könnt, dann könnt ihr den Song spielen. Ich habe jetzt mal versucht, die Formteile, also die Zupfmuster aus dem Song rauszuhören und die Schlankmuster. Ihr könnt natürlich auch was ganz anderes machen. Das ist eure interpretatorische Freiheit, eurer interpretatorischen Freiheit hin überlassen. Und ich hatte euch am Anfang erzählt, dass ich euch noch ein bisschen was über die Online-Musikschule Music to Me erzähle. Und das seht ihr jetzt einfach hier kurz eine Minute lang in der Einblendung. Hey, so, hier sind wir auf der Seite von Music to Me, so sieht das Ganze aus. Und wenn ihr jetzt hier im Video zu Hieß a Pirate links oben auf die Lektionsübersicht klickt, dann werden euch die einzelnen Kapitel der Lektion dargestellt und können hier auch direkt ausgewählt werden. Im Video seht ihr jetzt die linke und die rechte Hand und außerdem den fortlaufenden Notenstrang mit Animationen, die so ein bisschen in so einem Guitar Hero Style gehalten sind. Und die Noten und Tabs könnt ihr auch als PDF downloaden. Der Backing-Track, den ihr gerade gehört habt, mit Drums, Bass und Melodiegitarre, der lässt sich außerdem auf der Seite streamen, sodass ihr mit der kompletten Band zusammen üben könnt. Unten links lässt sich die Spielgeschwindigkeit des Videos verändern und so eurem individuellen Übungstempo anpassen. Wenn ihr jetzt unten rechts auf Übungsmodus klickt, bekommt ihr die Möglichkeit, eine bestimmte Passage im Loop laufen zu lassen. Das funktioniert ganz einfach. In den Noten wird ein kurzer Teil grün unterlegt. Anschließend könnt ihr den Start- und Endpunkt verschieben und so festlegen, welcher Part genau geloopt werden soll. Jetzt wird der Bereich permanent wiederholt und ihr bekommt die Möglichkeit, das Ganze in Ruhe und so oft wie ihr wollt zu üben. Damit ihr nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen müsst, lässt sich der Loop auch als Übung speichern. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Tutorial und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos zum Thema Gitarre, geht auf meinen Kanal, guckt euch die Videos an, lasst mir ein Abo da, wenn euch der Kanal gefällt, lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir bitte, bitte immer Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.